Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das Thema Düngung und wie sie funktioniert. Ihr erfahrt, welche Maschinen und Geräte ihr benötigt und welche verschiedenen Techniken es gibt. Um das meiste Geld aus eurer Ernte herauszuholen, solltet ihr mindestens einmal pro Erntezyklus düngen. Jede Feldfrucht kann insgesamt zweimal gedüngt werden, wobei zwischen den Düngevorgängen eine Wachstumsstufe liegen muss. Zum Beispiel könnt ihr nach der Aussaat düngen und ein zweites Mal, nachdem die Pflanzen zu sprießen beginnen. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Gras kann nur einmal gedüngt werden und wenn ihr Mist und Gülle zur Düngung verwendet, könnt ihr die doppelte Ausbringmenge einschalten. Dadurch müsst ihr nur einmal düngen, erhaltet aber den vollen Düngewert. Beachtet jedoch, dass dies nur mit halber Geschwindigkeit funktioniert. Ihr könnt auch Gülle und Mist nacheinander mit der normalen Ausbringrate ausbringen, damit das Feld doppelt gedüngt ist. Das geht im Übrigen auch mit Gülle und Flüssigdünger bzw. Mist und Flüssigdünger. Nach dem Ausbringen der Saat solltet ihr das Feld walzen, sofern ihr die Meldung erhaltet. Das gibt auch nochmal knapp 3% extra Ertrag. Es gibt verschiedene Arten von Düngemitteln, die unterschiedliche Maschinen erfordern. Ein kostengünstiger Weg ist die Verwendung von Mineraldünger zusammen mit einem Düngerstreuer aus dem unteren Preissegment. Ihr könnt den Mineraldünger entweder in Paletten oder in einzelnen Big Bags kaufen. Für Flüssigdünger benötigt ihr eine Feldspritze, die anstelle des Düngestreuers verwendet wird. Ihr findet den Flüssigdünger in Tanks in der Händlerkategorie Paletten. Gülle wird von euren Kühen und Schweinen produziert und in einem unterirdischen Tank gelagert. Um ein Feld mit Gülle zu düngen, benötigt ihr einen Gülletank, der an eurem Traktor befestigt ist. Wie die Kuhzucht und Schweinezucht funktioniert, findet ihr in der Infokarte, dazu habe ich ein Tutorial gemacht, oder unten in der Beschreibung. Mist wird ebenfalls von euren Kühen und Schweinen produziert und sammelt sich in der Dunggrube auf der Wiese. Ihr müsst Stroh bereitstellen, um Mist zu erhalten. Mit einem Miststreuer könnt ihr dann das Feld düngen. Gärreste sind ein kostenloses Nebenprodukt, das ihr beim Verkauf von Mist oder Gärfutter an der BGA erhaltet. Ihr könnt es ähnlich wie Gülle als Dünger verwenden und mit einem Gülletank ausbringen. Eine weitere Möglichkeit, eure Felder zu düngen, sind Zwischenfrüchte wie Ölrettich. Durch das Anpflanzen von Ölrettich erhaltet ihr eine Düngestufe. Obwohl diese Feldfrucht nicht geerntet werden kann, könnt ihr einfach über die ausgewachsenen Pflanzen grubbern und dadurch den Boden düngen. Anschließend könnt ihr ganz normal eure Fruchtsorten säen. Sofern ihr vor der ersten Wachstumsstufe zweimal gedüngt habt und das Feld richtig vorbereitet habt, sollte es kein Problem mit Unkraut geben. Falls doch, könnt ihr in den ersten beiden Wachstumsstufen mit Striegeln bzw. Hacken arbeiten. Achtet auf das Infofenster unten rechts, ob ihr eine Hacke oder einen Striegel zum Entfernen von Unkraut braucht. Nach der zweiten Wachstumsstufe könnt ihr nur noch mit Herbizid das Unkraut entfernen. Entfernt ihr das Unkraut nicht, erhaltet ihr einen Malus beim Ertrag. Ihr erhaltet also weniger Rohstoffe bei der Ernte. Noch ein Tipp: Mist, Gülle und Gärreste sind günstige Arten zu düngen, da sie Nebenprodukte der Tierzucht sind und euch im Vergleich zu gekauften Produkten viel Geld sparen können. Und noch ein weiterer Tipp: Einige der teuren Streuer können auch Kalk verteilen, um euren Ertrag zu steigern. Ich hoffe, die Informationen helfen euch beim Düngen eurer Felder im Landwirtschaftssimulator 22. Viel Spaß, eine reiche Ernte und bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Ach ja, und fast vergessen, ihr dürft das Video natürlich sehr gerne kommentieren, liken und wenn ihr kein Video verpassen wollt, ihr kennt das ja, lasst gerne ein Abo da. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.